Das ist unser Raum. Machen wir erstmal auf, wenn wir morgens aufwachen. Oh na, jetzt los. Die Treppe runter. Sind wir hier im ersten Stock. Das ist der Nachbar mit seinen Ziegen und Hühnern. Hier geht's dann runter. Hier sind die Badezimmer und Duschen. Wir machen die geräucherten Käse mit in einen Räucherofen. Und hier ist zum Grillen. Wir lesen alle und chillen. Wir werden angeweht. Angeweht. Hier kann man draußen kochen und abspülen, Frühstück machen. Hier ist die Hauptarea. Abchillen und Kaffee trinken und sonst Wasser. Hier sind alle unsere Tauchspots. Hier sind wir im Haus. Und hinten ist die Chill-Ecke mit den Fatboys. Dann können wir hier einen Film gucken. Hier geht's dann zum Strand. Und hier sind die Tauchsachen. Die Anzüge. Und die DCDs. Taucherbrillen, wenn man welche ausleihen will. Hier sind verschiedene Kisten von den Leuten. Schuhe, dann die Fins und die Gewichte. Ich brauche 10 Pfund, damit ich unten bleibe. Hier sind die Regulators zum Atmen. Und hier ist das Wasser und das Salzwasser von den ganzen Sachen. Wieder mit der Chill Area. Und hier ist Marvin. Ja, hier ist unser Haus von außen. Unten sind die Single-Räume. 4 Stück und oben sind 2 Paarräume. Hier gibt es auch noch einen Aufenthaltsraum zum Sonnen, entspannen. Noch mit Abstand von der anderen, wenn man Party machen will. Alle in Weihnachtsstimmung. Und hier ist schon das Meer. Vielleicht haben wir Glück und sehen hier gleich eine große Spinne. Da ist schon mal ein Krebs. Ah. Und weg sind sie. Hinten die Insel ist Apo. Da kommt der süße große Hund her. Von Apo. Balu. Und hier ist so der Hauptspot, wo wir ins Wasser gehen und dann tauchen. Und das war's.